Ich krieg dich. Niemals, niemals. Hey, hey. Hier, zack, zack. Ah, nein. Gott. Na, ja. Ich erwisch dich. Hier. Ah. Wieso funktioniert das nicht? Nein. Gott, ich treff mich ständig selbst. So, zack. Nein! Ja, ich hab dich und all deine Potions. Yes. Ah, nein. Mega. Da hast du noch eine. Nicht hinschauen. Da hast du noch eine. Nee. Oh, und die ging gegen mich selbst. Oh, schnell weg hier. Ja, schnell auf die Straße, genau. Ja, wir fliegen oder was? Ah, komm schon! Ah! Ja! Schön. Oh, ich hab meine Yeezys wieder, aber mein Push nicht. Oh, wo ist mein Yeezy? Wo sind meine Yeezys? Yeezys! Ach, oder waren das jetzt deine Yeezys? Keine Ahnung. Na, deine müssten es auch gewesen sein. Hm. Egal, ich hol mich schnell welche. Ach, es gab einen Item Remover, just nachdem ich gestorben Nein, bin. Nein, oder? Doch. Na dann, viel Spaß mit meinen stinkenden Turnschuhen. Dankeschön. Ich hab neue. So. Ja, wenn ihr das auch machen wollt, dann passt mal gleich schön auf. Denn was ihr dazu braucht, das steht hier. Naja, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist doch durchaus, wie soll ich sagen, hilfreich. So, wo ist er denn, mein lieber Busch? Da ist er. Hallo. Genau. Das war die sogenannte Splash Potion of Harming Instant Damage 2, mit der wir uns hier gerade gekriegt haben. Und die könnt ihr euch selbst brauen. Achtung, meine, ich sehe ja immer noch so bescheuert aus. Egal, die könnt ihr euch selbst brauen in einem Braustand oder ihr verwendet dafür eine Braumaschine. Da seht ihr hier das gelbe Modell, das wir schon in der letzten Folge gezeigt haben. Und wir hatten ja angekündigt, dass wir noch ein Modell bauen wollen. Und zwar hier das grün-blaue Modell auf der anderen Seite. Und was unterscheidet die beiden jetzt? Wir hatten es letztes Mal schon angedeutet. Diese Maschine hier funktioniert tipptopp, es sei denn, es sollte mal ein Item ausgehen. Das heißt, wenn ihr hier beispielsweise Redstone drin habt und Gas-Tiers und was nicht alles, was man so zum Brauen 5 Stück im Brand braucht und eine Zutat geht leer, dann braut diese Maschine hier so lange, bis nichts mehr da ist, falsche Tränke. Und wenn ihr Pech habt, Tränke, die euch gar nichts bringen. Und das Ganze vermeiden wir hier drüben mit dieser Variante, die ist jetzt auch fertig. Denn hier wird neben der Tatsache, dass gebraut wird, auch ausgelesen, wie viele Zutaten noch da sind von was. Ich muss mal schnell diese Damage Potions hier weglegen, sonst werfe ich die gleich noch aus Versehen auf Busch. So. Und wir sehen, erstmal der Grundaufbau ist recht ähnlich. Wir haben da unten den Braustand, das war hier drüben auch so. Der hat da unten Trichter, die in einer Straße nach hier hinten. So, da sieht man es besser. Die Straße nach hier hinten, die fertigen Potions hier in die Kiste leitet. So, genau. Ich lege meine Potions mal hier mit rein. Zack, 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 zack. Na. Zack, 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 zack. Und dann gibt es natürlich in der Mitte die ganzen Dropper. Dispenser, Dropper. Es sind... Dropper. Du weißt ja, ich habe eine Schwäche für Dropper und Dispenser. Immer verwechseln. gleiches Spiel auch hier wieder. Ganz oben Netherwarzen drin. Warum? Weil als letztes unten eine Netherwarze im Brauständer liegen bleiben muss. Erkläre ich aber nicht nochmal warum. Das haben wir letztes Mal schon erklärt. Wer das nicht mitbekommen hat, schaut einfach die letzte Folge nochmal, wo wir die Variante da drüben erklärt haben. So, dann gibt es hier die Befüllung der einzelnen Dispenser, Dropper. Und zwar hier über diese Trichter. Ja, das ist ein Kanal, der füllt einen Trichter, einen Dropper. Dann gibt es Da einen, der füllt den ganz oben, der füllt wieder hier weiter unten. Und da vorne die beiden füllen auch noch. So, so weit, so gut. Hier haben wir das ganze Signal, das eben hier einen Tick rausgibt, wenn ein Item in den Braustand laufen soll. Auch so weit genau, wie drüben vorher. Auch noch mal. Genau, darunter auch nochmal. Da reichen die zwei. Warum? Weil dieser in den Dropper zeigende Repeater feuert auch die daneben liegenden oder drunter liegenden quasi an. Ne, drüber liegenden in dem Fall. Das heißt, mit einem könnt ihr gleich beide ansteuern. Ja? So, ja. Das ist gut. So kommen die Items raus, laufen hier über die Trichterreihe runter in den Braustand. Der verarbeitet das alles und alles ist prima. Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden Punkt und auch zu der entscheidenden Veränderung. Wenn der Braustand hier eben fertig ist, dann werden die Potion-Tränke, die Direct-Damage-Tränke hier nach unten eben abgesaugt durch den Trichter
Und dieser Comparator hier, der wird eben dann erstmal angeschaltet, solange hier ein Item drin liegt. Gerade im Moment wurde Redstone deaktiviert. Sehr gut, aber das können wir trotzdem erklären. Der Comparator wird eben aktiviert, solange in dem Trichter ein Item dann drin liegt, eben ein Trank. Dadurch geht die Fackel hier erstmal aus. Und zwar bleibt so lange hier in dem Trichter eben ein Item drin, solange er noch von oben vom Brauchstand absaugen kann, denn er gibt immer das Item weiter und zieht gleichzeitig von oben nach. Und in dem Moment, wenn er das letzte Item hier vom Trichter rübergegeben hat, der Trichter eben das Item abgegeben hat, geht der Comparator aus und die Fackel geht an. Was wir hier vor der Fackel sitzen haben, das ist ein Signalverkürzer. Der bepowert hier dann eben ganz kurz diesen einen Block hier vorne. Und dieses Speichermodul springt um. Dadurch geht hier oben dann diese Leitung aus, auf der wir jetzt stehen. Na, Speichermodule kennen wir ja schon, müssen wir jetzt nicht mehr genau drauf eingehen, wie es geht. Am Ende von dieser Leitung ist, wenn man jetzt mal hierher schaut, wenn der Rutsch mal hierher kommt, sieht man hier eine Fackel. Diese Fackel geht dann eben natürlich an. Die bepowert dann hier drüben die Repeater, die dann eben die Items nachlegen. Und zeitgleich bepowert er diesen Repeater hier. Powert sie diesen Repeater hier, welcher dafür sorgt, dass sich das Speichermodul wieder zurücksetzt. Hier brauchen wir ein kleines Delay drin von 2 Ticks, dass das eben dann auch gut funktioniert, dieses Zurücksetzen des Speichermoduls. In Kombination dann mit dieser Leitung hier von den Auslesegeräten können wir dann verhindern, dass eben sich das Speichermodul zurücksetzt, wenn leer ist. Denn in diesem Block, wo die Fackel dran ist, können ja von beiden Seiten ein Signal kommen und egal von welcher Seite ein Signal kommt, sie bleibt dann deaktiviert. Und somit verhindern wir so lange, bis Items nachgefüllt sind, selbst wenn das Speichermodul hier umgesprungen ist, dass eben dieses Nachfüllen eben passiert und somit können wir dafür sorgen, dass sich das Ganze hier eben nicht aufhängt bzw. nicht in einen Status versetzt, in dem es nicht mehr weiterbrauen kann. Und das ist im Grunde schon der ganze Zauber. PvP ist aus. Mann! Ja. Eine Sache ist vielleicht noch interessant, wenn mal Redstone deaktiviert wurde, dann gibt es eben 2 Möglichkeiten, dass es sich aufgehängt haben könnte. Und zwar das eine ist, dass hier dieses Signal eben noch immer auf der Stärke 2 ist, ne? Wenn hier beide an sind, dann muss man hier mal diesen Comparator umklicken, dass vorne mal das Licht brennt und dann wieder ausgeht. Und dann sollte sich das aktualisieren. Wenn es dieser Fall war, dann läuft es danach wieder normal weiter. Ich kann jetzt nur gerade das Lämpchen nicht aktivieren, weil eben Redstone aus ist. Ja. Das andere ist, hier unten, wenn eben es nicht funktioniert hat mit dem Nachbefüllen, weil es eben während des Absaugens an- oder ausging, dann bringt es leider nicht viel, wenn wir hier mit dem Comparator rumspielen. Was dann nur hilft, ist einmal diese Fackel hier abbauen und wieder neu setzen. Na, jetzt sehen wir schon, Redstone ist gerade aus, also. Aber ich denke, das solltet ihr dann hinkriegen. Und dann läuft die Maschine auch wieder weiter. Im Grunde könnte man dafür sogar noch einen Rücksetzmechanismus ganz problemlos bauen. Genau, das Gefährliche dabei ist nur, wenn das hier bepowert wird, obwohl diese Seite hier falsch war. Ja, okay. Dann werden doppelt Items nachgefüllt. Ja. Eventuell. Na gut, dann musst du ein Rücksetz-Item bauen, das die Reihenfolge einhält. Ja, also welches hier eben überprüft, ob hier der Fehler liegt, genau. Oder da drüben. Aber das Problem ist leider auch, dass man das nicht mit einer Trichterglocke oder so automatisieren, also so leicht zumindest nicht. Nee, automatisiert nicht. Automatisiert nicht. Du könntest nur über einen Knopf halt oder ähnliches. Aber dann kannst du auch einfach hingehen und kannst aktualisieren von Hand, ja. Ja, also je nachdem, wo man es einbaut, wie man es braucht oder so, muss man sich dann entweder noch kurz was überlegen oder man macht es per Hand. Wunderbar. Ansonsten, wir werden jetzt noch eine Schematik ziehen von beiden Maschinen. Und dann könnt ihr die wie immer auf meinem Discord-Server runterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr kommt in den Livestream, da wird er auch immer wieder eingeblendet. Und was soll ich sagen? Bleibt dran. Wird spannend, denn hier und da kommen noch weitere Maschinen in den nächsten Folgen Redstone-Schule. Aber da fliege ich jetzt mal noch nicht so nah dran, das sollt ihr noch gar nicht wissen, was das ist.
Ansonsten. Ich glaube, ja. Die wird dem einen oder anderen gefallen, die Redstone-Anlage da drüben. Da bin ich mir sogar absolut sicher, dass das so ist. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer macht's gut, bis bald. Euer Rouge und euer Busch.